Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Ralf Lenkert, ich bin katholisch und ich kann auch was mit Weihrauch anfangen. Ich war Ministrant, also Ihre Anwürfe prallen an mir sozusagen völlig ab. Mit dem vorliegenden Antrag, meine Damen und Herren, beteiligen sich die Koalitionsfraktionen sehr frühzeitig am Diskussionsprozess zum nächsten Forschungsrahmenprogramm. Indem wir heute diesen Antrag beschließen, leistet der Deutsche Bundestag als erstes und bislang auch einziges nationales Parlament seinen Beitrag zu diesem wichtigen Vorhaben. Und gerade auch vor dem Hintergrund der anstehenden Zwischenevaluierung des aktuell laufenden Programms Horizon 2020 sowie mit Blick auf das zukünftige Nachfolgeprogramm muss sich nach unserer Auffassung der Deutsche Bundestag eben jetzt schon in die Debatte auf europäischer Ebene einbringen und so dazu beitragen, dass die Leitplanken der künftigen EU-Forschungs- und Innovationspolitik auch richtig gesetzt werden. So haben wir es ja im Übrigen auch schon bei unserem 8. Forschungsrahmenprogramm zuletzt gemacht. Mit dem Antrag geben wir also der Kommission einen Leitfaden an die Hand, den diese bei der Erarbeitung des neuen Rahmenprogramms nutzen kann und, da bin ich mir sehr sicher, auch nutzen wird. Ich danke ausdrücklich dem Kollegen René Röspel und auch den Kolleginnen und Kollegen aus den mitberatenden Fachausschüssen für ihren konstruktiven Beiträge, die diesen Antrag aus meiner Sicht, aus unserer Sicht zu einem sehr gelungenen, einem sehr substanziellen Beitrag des Deutschen Bundestages in dieser Debatte machen. Angesichts, das wurde angesprochen, vielfältiger politischer, wirtschaftlicher und auch gesellschaftlicher Krisen und Umbrüche ist die Europäische Union heute mehr denn je gefordert, sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen. Und spätestens seit dem 23. Juni, dem Brexit-Votum der Briten, hat auch in Deutschland eine umfassende Debatte über Europas Zukunft begonnen. Und die jüngsten Entwicklungen in Italien und Österreich, aber auch die bevorstehenden Wahlen in den Niederlanden und Frankreich beobachten wir ja nicht nur als Nachbarn, sondern vor allem auch als Europäer mit einer ganz besonderen Aufmerksamkeit. Und klar ist, nur gemeinsam, und das wurde ja schon betont, kann Europa angesichts eines immer härter werdenden internationalen auch Wissens- und Innovationswettbewerbes seine Rolle als ein Kontinent der Ideen mit einer führenden Rolle in Wissenschaft, Forschung und Technologie auch behaupten. Und hierfür müssen wir bereits heute in diversen politischen Handlungsfeldern, aber eben auch und gerade auch in diesem wichtigen Feld der Forschung und Innovationspolitik die richtigen Weichen stellen. Was genau wollen wir also als Parlament in diesem Prozess erreichen? Warum dieser Antrag? Was soll die Bundesregierung, Thomas Rachel hat ja schon gesprochen, auf europäischer Ebene einbringen? Und ich freue mich, dass wir hier auch in einem großen Gleichklang arbeiten. Beispiel europäischer Forschungsraum. Hier geht es uns darum, bei der weiteren Gestaltung dieses europäischen Forschungsraumes sowohl die nationale wie auch die gemeinsame europäische Roadmap zum europäischen Forschungsraum weiter konsequent umzusetzen und dann auch miteinander zu verzahnen. Es geht darum, dass der europäische Forschungsraum zudem unverändert mitgliedstaatengetrieben und unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips weiterentwickelt wird. Und vor allem, meine Damen und Herren, soll die Bundesregierung dafür Sorge tragen, dass die für das laufende EU-Rahmenprogramm Horizon 2020 vorgesehenen Finanzmittel auch tatsächlich und in vollem Umfang für die bisher bestimmten Zwecke zur Verfügung stehen. Bei der Ausrichtung des Nachfolgeprogramms von Horizon 2020, jetzt blicken wir in die Zukunft, sind uns insbesondere folgende Punkte wichtig. Und jetzt möchte ich doch, lieber Kollege René Röspel, auch noch ein bisschen was zum Antrag sagen. Du hattest schon darauf gehofft, dass ich das mache, genau. Also ganz wichtig für uns, die finanzielle Ausstattung dieses künftigen Nachfolgeprogramms, das ab 2021 laufen soll, soll mindestens denselben Umfang haben wie der ursprüngliche Haushaltsansatz für Horizon 2020. Das heißt, ohne die gegenüber der Ausgangsplanung faktischen Kürzungen der letzten Jahre. Zweiter Punkt. Die Exzellenz muss bei der Vergabe von Fördermitteln weiter höchste Priorität haben. Das haben ja auch alle Redner hier noch einmal betont. Drittes Thema, die Verbundforschung. Sie muss auch in Zukunft Kern der europäischen Forschungsförderung bleiben. René Röspel hat ausgeführt, was das heißt. Diese Verbundforschung macht seit vielen Jahren erfolgreich grenzüberschreitende Zusammenarbeit der besten Forschungsakteure aus öffentlichem und privatem Sektor möglich und bietet eben auch den KMU einen Einstieg in europäische Kooperationsnetzwerke. Und deshalb ist dieses Instrument gerade hier für Deutschland so wichtig. Und es bringt den europäischen Mehrwert, um den es uns ja gerade bei der europäischen Forschungsförderung immer wieder geht und der sich auch in den letzten Jahren hier gerade im Bereich der Verbundforschung immer wieder bestätigt hat. Und ein Punkt, der mir persönlich, der uns auch sehr wichtig ist, dass die zuwendungsbasierte Forschungs- und Innovationsförderung nicht weiter durch Kreditfinanzierungen ersetzt werden darf, meine Damen und Herren.
Und ich sage es an der Stelle auch noch mal deutlich, wir halten den EFSI in seiner bestehenden Form nach wie vor für keine besonders gute Idee. Gleichzeitig müssen wir die Rahmenbedingungen für den Wagniskapitalmarkt in Europa und vor allem auch den Zugang von Start-ups und innovativen KMU zu Wagniskapital weiter verbessern. Da hat Europa wirklich noch eine große Herausforderung. Wir fordern darüber hinaus als weitere Leitmotive des künftigen Programms Mut zur Prioritätensetzung, das heißt auch zur Bildung kritischer Massen bei gleichzeitiger Flexibilität in den Forschungsbereichen. Wir fordern Klarheit der Struktur. Wir fordern vor allem auch Transparenz. Wir fordern auch eine Kontinuität bei den bestehenden Instrumenten und ganz wichtig auch für die Antragstellung eine konsequente Fortführung der Bemühungen um die Vereinfachung bei der Antragstellung. Und, meine Damen und Herren, das wurde genannt, der Europäische Forschungsrat als Flaggschiff der europäischen Spitzenforschung muss auch in der künftigen EU-Forschungsförderung eine herausgehobene Stellung einnehmen. Und wir wollen ihn auch weiter stärken. Und ich bin Thomas Rachel dankbar, der ja auch einige Zahlen genannt hat, wie Deutschland auch von diesem Instrument profitiert. Und dann möchte ich noch was sagen zu dem sehr wichtigen Punkt der Innovationskluft in Europa. Thomas Rachel hat es angesprochen. Vor dem Hintergrund der in der Tat anhaltend großen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei der Beteiligung und auch der erfolgreichen Einwerbung von Forschungsmitteln sollte das in Horizont 2020 neu eingeführte Förderformat Verbreitung von Exzellenz und Ausweitung der Beteiligung, so heißt es dort, dass wir unter anderem mit Teaming- und Twinning-Maßnahmen auf den Weg gebracht haben und dass der Verringerung eben dieser Forschungs-Innovationskluft in Europa dienen soll. Dieses Instrument sollte spürbar ausgeweitet werden und das ist eine neue Idee, die ich eingebracht hatte, als eine Querschnittsmaßnahme in allen Programmbereichen, in allen Programmlinien etabliert werden, sozusagen als ein Mainstreaming und nicht nur in einer extra Säule, sondern über alle Programmlinien hinweg. Und dieser Vorschlag wurde im Übrigen bei der Konferenz, von der Thomas Rachel vorher berichtet hat, im Oktober in Berlin hier auch von den insbesondere osteuropäischen Partnern auch bestärkt und begrüßt. Meine Damen und Herren, das künftige Forschungsrahmenprogramm muss weiterhin, auch das wurde gesandt, ausschließlich für zivile Zwecke und Anwendungen gelten. Und deshalb, das ist auch unsere Auffassung hier, das sind wir ganz d'accord mit dem Ministerium, muss ein künftiges europäisches Programm zur Verteidigungsforschung separat von Forschungsrahmenprogramm etabliert werden, meine Damen und Herren. Und ein letzter Punkt, um das Potenzial und die Chancen der Digitalisierung in Wissenschaft und Forschung optimal nutzen zu können, unterstützen wir den Aufbau einer European Open Science Cloud auf Basis der von der Europäischen Kommission aus unserer Sicht zu Recht vorgeschlagenen europäischen Cloud-Initiative. Das ist aus unserer Sicht ein guter, ein richtiger Ansatz. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir, die Unionsfraktion, sind der festen Überzeugung, dass Europas Zukunft maßgeblich davon abhängen wird, dass Forschung und Innovation eine wichtige Rolle spielen in diesem Europa. Das wurde ja auch schon mehrfach betont. Nur so kann auch in der Zukunft wirtschaftliches Wachstum generiert werden. Und nur mit größtmöglicher Innovationskraft werden wir die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts für die Menschen auch bewältigen. Da hat Kai Gehring ja schon einige Aufgaben auch benannt, aber auch andere Redner vor mir. In der Hoffnung, dass diese Erkenntnis dazu beitragen wird, den europäischen Gedanken weiterzutragen und das Projekt Europäische Union langfristig zu einem Erfolgsmodell zu machen, werden wir unseren heutigen Beschluss, so wie wir ihn nachher fassen werden, zeitnah dem zuständigen EU-Forschungskommissar in Brüssel zur Kenntnis bringen und damit diese Position des Deutschen Bundestages eben dort auch verankern. Meine Damen und Herren, ich danke nochmal allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit, darf Ihnen allen frohe Weihnachten wünschen und einen guten Start ins neue Jahr und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit in 2017. Danke sehr. Das Wort hat die Kollegin Elfi Scho an Werpes für die SPD-Fraktion.